Nach der Massenstrandung von Grindwalen in einer abgelegenen Bucht der australischen Insel Tasmanien sind rund ein Drittel der etwa 270 Tiere verendet. Über 2 Dutzend Wale konnten von den zahlreichen Helfern aus dem seichten Wasser zurück ins offene Meer eskortiert werden. Das Phänomen dieser Strandungen beschäftigt Wissenschaftler seit langem. Fundierte Erklärungen gibt es nicht. Wir werden mehrere Tiere wieder in tieferes Wasser bugsieren und ihr Verhalten beurteilen. Die ganze Operation hängt also in hohem Maße davon ab, wie diese Tiere reagieren, wenn sie einmal Wasser unter sich haben und frei schweben. Das ist also der erste Schritt. Ein paar Tiere retten, das Verhalten einschätzen und das wird dann bestimmen, wie es von hier aus weitergeht. Rund 60 Helfer sind vor Ort im Einsatz. Die meisten von ihnen arbeiten für das tasmanische Meeresschutzprogramm. Unterstützt werden sie von Wildhütern und Freiwilligen. Die Rettung könnte noch Tage andauern. Nach Einschätzung der Experten handelt es sich um robuste Tiere.